Der Hyperion XP1 geizt nicht mit Superlativen. Laut Herstellerangaben fährt der Elektrorenner 355 Stundenkilometer Spitze. Den Sprint von 0 auf 100 soll er in unter 2,2 Sekunden hinlegen. Auf einem Feld aber hängt der XP1 die Konkurrenz gleich um Längen ab. Mit einer Reichweite von 1600 Kilometern sucht der Elektrorennwagen seinesgleichen. Möglich macht das der Wasserstoffantrieb. Statt einer schweren Batterie ist in dem Superstromer eine Brennstoffzelle verbaut. Die hat auch den Vorteil, dass das Auftanken vergleichsweise schnell geht. So soll der Wasserstofftank innerhalb weniger Minuten vollständig aufgefüllt werden können. Auf den Markt kommen soll der Hyperion XP1 erst 2022. Über den Preis ist noch nichts bekannt. Angesichts der begrenzten Stückzahl von 300 Fahrzeugen, die gebaut werden sollen, dürfte aber auch der seinesgleichen suchen.